Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu einem neuen 2-Tages-Botschaften-Orakel für heute und für morgen. Das Video ist zeitunabhängig, dann wann du schaust, dann dürfen es für dich Botschaften sein, die dich in deinem Alltag, bei deinen Fragen, Entscheidungen etwas unterstützen dürfen. Ne? Deswegen, egal wann du schaust, das ist auch immer ganz wichtig und ich werde auch öfter per E-Mail mal gefragt. Ich sage es zwar hier immer wieder, total egal, ob heute es am Veröffentlichungstag der Mittwoch ist oder du schaust am Freitag, dann gilt es für Freitag und Samstag. Heute gilt es für heute natürlich und für Donnerstag, für morgen. Also ganz, ganz individuell für jeden, ja, wie es gerade halt natürlich auch passt. Du wurdest nicht nur einfach so hier hingeführt, wenn du es nicht am Veröffentlichungstag schaust. Ne? Deswegen nimm es an und das sind Botschaften, die dich dann in dem Moment auch unterstützen werden. Wir ziehen 3 Karten aus Lennemore-Kartendeck für unsere Hauptüberschriften, dann eine Karte aus dem Feenorakel und natürlich noch eine wunderschöne Mandala-Energiekarte zum Abrunden aller Botschaften. Ich würde sagen, wir starten natürlich jetzt. Ich freue mich über ein kostenloses Abo, das wisst ihr. Wenn ihr es bis dato noch nicht gemacht habt, macht es bitte, denn es unterstützt mich und meinen Kanal. Und natürlich freue ich mich auch über den Daumen hoch. Das ist so für mich die Bezahlung. Vielen lieben Dank dafür. Und es ist ein Energieausgleich, alles ist ein Geben und Nehmen. Und das sollte im Plus sein. So, dann wollen wir mal hier schauen, was wir hier für Karten ziehen. Ich nehme heute diese Karte. Diese Lennemore-Karte und diese Karte. Was haben wir da Schönes? Da haben wir die Sonne, den Turm und den Baum. Okay, die Sonne, die allerhöchste Glückskarte. Ne? Und die bestrahlt hier. Ne? Wir haben hier mit dem Turm, es kann der Arbeitgeber sein, es können Behörden sein, Institutionen allgemein. Ne? Es kann auch in der Selbstständigkeit bei Selbstständigen ein Kunde sein. Was auch immer. Und der Baum haben wir natürlich hier mit Wachstum und Energie. Und es kann gut sein, zum einen, ne, dass wir uns gerade, oder es kommt noch heute oder morgen halt auch, ihr wisst, Zeitraum gibt es da nicht, kann auch sein, dass es versetzt ist, es war schon bei euch, dass wir uns ja echt so, boah, ne, einfach ausgelaugt gefühlt haben, ne, oder noch fühlen werden. Und wir haben uns zurückgezogen. Weil wir einfach die Kraft jetzt nicht mehr hatten. Ne? Wir mussten einfach ein bisschen Energie tanken. Das hat gar nichts damit zu tun, dass es uns nicht gut geht. Aber wir haben einfach gemerkt, wir sind an unsere Grenzen gekommen. Oder wir kommen an unsere Grenzen. Vielleicht spürst du gerade auch, dass du an deine Grenzen kommst. Und das sagt dir jetzt ganz klar auch die Karte. Es ist auch in Ordnung so, dass man sich dann auch mal eine Auszeit gönnt. Dass man sich mal zurückzieht. Ne? Jetzt hast du hier mit der höchsten Glückskarte und hier mit dem Baum die Lebensenergie wieder zurück. Ne? Und das ist manchmal auch so ein Hinweis auch für uns, dass wir jetzt aufstehen, Krone richten und weitergehen. Jetzt Themen auch wirklich, und das sage ich nicht gerne, ich habe in Angriff nehmen, das mag ich ja überhaupt nicht zu sagen, aber manchmal passt es einfach. Und jetzt geht es darum, Themen in Angriff zu nehmen, Themen zu realisieren, machen, tun. Und das hier wirklich auch bestrahlt mit der Sonne, mit der höchsten Glückskarte. Und dann haben wir auch Wachstum. Dann haben wir hier auch, ne, die Energie auch wieder, die Potenziale auch. Stetig, der Baum, der wächst stetig. Ne? Er wächst nicht von jetzt auf gleich. Ihr wisst, wenn man an einem Grashalm zieht, deswegen wächst das Gras auch nicht schneller. Ne? Es braucht Zeit. Und manchmal haben wir so Regenerationsphasen, die sind auch einfach wichtig. Ne? Und es gibt auch jetzt uns aber auch diesen Pushy halt auch zu sagen, okay, jetzt ist es gut. Oder ich tanke jetzt diese Kraft, ich nehme diese Zeit. Aber dann wird ja auch alles gut. Hat jeder Verständnis mit der Sonne sowieso, wenn ich mich zurückziehe mit der höchsten Glückskarte, heißt es einfach, dass ich mir das auch gönnen darf, ne? Und ich dann halt auch das Glück für mich spüren darf, auch dass es auch hier mit Kraft und Stärke auch weitergeht. Auf der anderen Seite ist es bei vielen auch so, und ich habe gerade auch in meinen privaten Beratungen, ich mache übrigens auch schon fleißig für 2024 Jahreslegung, also kontaktiert mich dafür sehr gerne, dass hier Jobwechsel ansteht, ne? Dass man halt sagt, okay, ich möchte dieses Jahr 2023 so abschließen, dass ich auch in einen neuen Job komme, dass ich halt wirklich jetzt auch glücklich werde im 2024, dass ich hier abschließe, was Neues anfange. Und das haben wir hier auch. Hier, wer halt wirklich jetzt auch sagt, ne, möchte sich nochmal bewerben oder möchte sich selbstständig machen, hier unter einem guten
Einfluss hier mit der höchsten Glückskarte, mit der Sonne. Ne? Und Wachstumsstabilität ist doch noch mal mehr. Das heißt, ich komme an. Ne? Ich kann hier mich noch mal verändern. Ich kann da raus, wo ich halt bin. Oder ich habe hier eine Möglichkeit, in der Selbstständigkeit Fuß zu fassen. Vielleicht auch mit einem Kompagnon, was auch immer, mit Kooperation und. Wir haben hier Wachstum. Peu à peu geht es auf jeden Fall mit der höchsten Glückskarte auch in die richtige Richtung. Also schaut euch das an. Vielleicht auch nebenberuflich oder vielleicht macht man ganz oder gar nicht. Ich bin ja immer so ein Mensch. Aber natürlich immer, und das wisst ihr von meinem Kanal und von mir sowieso jetzt auch mittlerweile, immer realistisch und bodenständig bleiben. Auf der anderen Seite wird es auch hier um Behörden gehen, Institutionen allgemein, ne? Dass vielleicht ihr einen Antrag stellt, für was auch immer. Ne? Es kann manchmal auch ein Bauantrag sein, irgendwas, was genehmigt werden darf, muss, soll, wie auch immer. Und dann mit der höchsten Glückskarte ist es hier super schön bestrahlt. Und auf jeden Fall hier gibt euch dann auch Wachstum. Ihr habt dann Möglichkeiten, gute Gespräche auch mit Behörden zu führen, dass ihr eine Weiterbildung macht, was auch immer, eine Umschulung, dass ihr was anderes in 2024 machen möchtet, ne, wo ihr jetzt ein Gespräch habt. Und wenn nicht, dann macht das Gespräch jetzt hier. Wachstum haben wir hier als Resultat. Und ihr habt die höchste Glückskarte. Das heißt, dass jetzt Gespräche auch gut geführt werden können. Auch mit Arbeitgebern vielleicht auch hier. Gehaltserhöhungen, Jobwechsel innerhalb. Mit neuen Arbeitgebern, Vorstellungsgespräche hier und da. Ich will immer Stern sagen, aber es ist ja hier keine, es ist ja nicht die Sternkarte, die Sonnenkarte. Ne? Aber hier habt ihr das Glück an eurer Seite. Vor allen Dingen hier, dass ihr wieder Kraft und Stärke bekommt. Falls vielleicht in alten Situationen Mobbing war, etc. pp. Wechselt. Ne? Geht das jetzt an? Steht für euch ein? Das ist auch immer ganz, ganz wichtig. Und Wachstum habt ihr an der Seite schon. Also, habt Mut, auch diese Veränderungen zu machen. Und ich sage immer als Coach auch ganz bewusst, und ich versuche ja immer ein bisschen auch da aus der Komfortzone heraus zu locken, auch in meinem privaten Coaching, aber auch in dem Business-Coaching mache ich das auch. Wenn die Schmerzgrenze noch nicht so hoch ist, dass ich was, also beziehungsweise wenn ich noch nicht bereit bin, etwas zu tun, wirklich aktiv auch dran zu bleiben, proaktiv auch was zu machen, dann kann die Schmerzgrenze noch nicht so groß sein. Und dann ist das Jammer manchmal echt sehr, sehr hoch. Aber wenn ich nichts mache, dann kann ich auch nichts verändern. Das wisst ihr auch. Und deswegen macht es hier. Es steht hier alles unter einem sehr, sehr guten Einfluss. Mit Wachstum und der höchsten Glückskarte kann nicht schief gehen. Also macht das, redet auch. Und ich sage euch auch immer wieder, nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Und natürlich dürft ihr aber auch ins Doing gehen. Weil ich sage euch auch immer wieder, ich freue mich über die Menschen, die von Licht und Liebe leben und alles denen in den Schoß fällt, zufällt. Hat für mich gar nichts damit zu tun, dass ich da jetzt nicht dran glaube oder so. Es mag Menschen geben, wo das so ist, aber ich bin Realist. Und ich sage, wir bekommen unsere Belohnung im Leben immer, wenn wir auch selber was dafür tun. Wenn wir alles, was wir selber dafür tun können, auch in die Wege leiten, dranbleiben, dann kriegen wir hier die Belohnung. Das haben wir mit den zwei Karten. So, jetzt schauen wir uns natürlich aber hier das Feenorakel auch an und wir ziehen hier eine Karte raus. Und dann ziehen wir noch eine Energiekarte natürlich auch. So, dann nehmen wir uns diese hier. So, da bin ich jetzt aber gespannt, was wir hier aus dem Feenorakel für eine Karte haben. Da haben wir den Winter, auch wie schön. Und den haben wir jetzt ja schon bald. Winter. Die Antworten auf deine Gebete und Affirmationen werden sich im Winter voll manifestieren. Ich lese es aber gleich noch einmal vor. So, Winter. Die Antworten auf deine Gebete und Affirmationen werden sich im Winter voll manifestieren. Und ich sage euch auch immer wieder, ihr müsst dafür nicht beten, ihr müsst dafür nicht Affirmationen loslassen, täglich, stündlich, wie auch immer. Eure Gedankenkraft ist genauso stark. Ne? Energie folgt der Aufmerksamkeit. Bleibt in der Positivität. Bleibt hier, was ich alles vorhin gesagt habe. Ne? Wird sich hier im Winter, hier geht Wachstum schon mit der höchsten Glückskarte, wird sich hier verändern, wenn ich auch ins Handeln gehe. Wenn ich selbst für das, was ich hier verändern, machen etc. möchte, was ich in meinem Kopf habe, dann wird es auch so kommen. Wichtig ist aber, dass wir dranbleiben und selber alles dafür auch machen. Das ist immer das Oberste. Und wir haben
jetzt zwar ja, Anfang November, ihr wisst, der Winter fängt am 21.12. an, aber ich sage immer, sobald auch die kalte Jahreszeit anfängt, dann haben wir schon, natürlich auch gehen wir in die Winterzeit rein. Also es kann auch bei dem einen oder anderen sich jetzt schon alles so realisieren, wenn man selber hier auch proaktiv was macht. Ja, da kommt der Zeigefinger des Coaches hoch. Ne? Und da hat man die Balance. Guck mal, wie schön die Energiekarte hier. Balance. Schaffe einen Ausgleich zwischen Geben und Annehmen. Achte darauf, dass es dir gut geht und erlaube dir auch Hilfe von anderen anzunehmen. Seht ihr? Und das ist das, was ich vorhin sagte. Ihr habt jetzt hier Kraft und Stärke mit dem Baum, mit dem Wachstum auch, Lebensenergie auch. Wenn irgendwas auch nicht so gut war, wenn hier wirklich auch wieder Kraft und Stärke kommen sollte, mit der höchsten Glückskarte, mit der Sonne, habt ihr das hier. Es wird realisiert, egal ob das jetzt, dass ihr aus eurem Schneckenhäuschen rauskommt, dass vielleicht Trennungen sich anders entwickeln, dass bei Behörden, Institutionen, bei Kunden, Selbstständigkeit, neue Arbeitgeber, beim Arbeitgeber, dass dadurch, dass ich für mich einstehe, auch Veränderungen kommen. Dafür dürfen wir natürlich auch mal, ne? Auch mal was geben, aber auch mal was annehmen. Immer zu sagen, ja gut, dann jetzt traue ich mich nicht und nein, ich frage auch nicht die Behörden wegen einer Umschulung, wegen einer Bildungsmaßnahme, wegen einem Training etc. Ah, ich würde so gern selbstständig sein, habe aber die finanziellen Mittel nicht, habe aber eine tolle Idee. Ja, sprecht doch vor. Es gibt Existenzgründungszuschüss und. Sprecht auch vor, sucht euch die Stellen, wo ihr sprechen könnt. Neue Arbeitgeber auch, Kunden auch zu akquirieren. Hier im Winter, wenn ihr euch das wünscht, wird es alles. Ne? Die Gedankenkraft, wenn die positiv ist, wenn die in die Richtung geht, was ihr wollt, dann habt ihr das schon hier im Winter, das realisiert wird. Und wir haben hier mit der Balance, schaffe einen Ausgleich zwischen Geben und Annehmen. Auch ein wichtiger Hinweis. Vielleicht hast du immer nur getan, gemacht und Rücksicht genommen. Jetzt bist du dran, mach es aber auch. Es kann dir keiner von der Stirn ablesen, dass du was verändern möchtest in deinem Leben. Wie auch immer. Oder ob du etwas, wenn was vielleicht getrennt ist, war, wie auch immer, wieder zurückholen möchtest, wenn du es revidieren möchtest. Kann dir oftmals auch keiner von der Stirn ablesen. Da musst du schon proaktiv werden oder ins Handeln gehen, ins Tun gehen. Also, schaffe einen Ausgleich zwischen Geben und Annehmen. Achte darauf, dass es dir gut geht und erlaube dir auch Hilfe von anderen anzunehmen. Ja, du bist jetzt dran. Du möchtest wachsen. Du hast die höchste Glückskarte bei dir. Zu welchem Thema auch immer, was sich jetzt hier im Winter auch realisieren darf. Was starten darf. Das heißt nicht unbedingt, dass man immer das alles fertig haben muss. Aber vielleicht hast du ganz viele Sachen im Kopf, wo du einfach bei diesen Gedanken an diese Sachen, Themen, Dinge, Menschen etc. ein Lächeln im Gesicht hast. Ja, dann geht es jetzt darum, das auch anzugehen. Dafür auch einzustehen. Dafür auch zu sagen, ja, jetzt ist meine Zeit. Jetzt ist mein Wachstum. Und mein Glück nehme ich auch an. Und dann gehe ich meinen Weg. Ihr Lieben, in diesem Sinne, ich freue mich auch über private Legungen. Freue mich, dass ihr hier seid. Ne? Dicken Drücke an euch und bis zum nächsten Orakel. Tschüss!